Willkommen zurück. So, jetzt sprechen wir mal mit Marmik Nadla. Ich bin mal gespannt. Inquisitor Summerhall. Wie schwenke ich Thor Sam? Hä? Bringen Sie Thor Sam mit H oder halten Sie G fest und bringen Sie E. Ich weiß nicht wie tatsächlich. Ich weiß nicht wie. Okay, wir müssen erstmal gucken, wie ich den Hammer schwingen kann. Hey, cool. Gleiches Spiel wie vorhin. Einfach hier oben. Das ist falsch. Das ist richtig. Warum will die denn manchmal nicht springen, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, wir setzen nicht, lassen das Schiff nicht wieder versinken. Hier ist keiner. Schon funny. Okay, müssen wir weiter nach unten? Aber hier gibt es kein weiter nach unten. Da unten hat es gebimmelt, also bin ich hier wahrscheinlich richtig. Der Weg runter. Ja, hier sind wir richtig. Der Hammer ist so geil. Sonst noch welche? Hallo. Okay. Also wieder da rein.
Ist genauso aufgebaut wie vorhin. Die tun mir schon ein bisschen leid. Ich meine, es ist kein angenehmer Tod, glaube ich, von Mölnir gerostet zu werden. Das fühlt sich genauso an, als wenn du an die Oberleitung von dem Zug packst mit 15 kV. Ich glaube, das ist auch kein schöner Tod. Wie so ein Brathähnchen zu enden. Avalon, Helheim, wie auch immer, ich will nur wissen, wo es ist. Sieh nur, was du getan hast. Unglaublich, ich werde nie mehr an dir zweifeln. Ich finde, die sieht Sag besser es aus. Mir. Jetzt! Also gut. Aber bevor du mich tötest, sag mir. Bist du bereit, auf Odins Ankunft zu warten und das Ritual zu feiern, das Helheim öffnet? Ein Ritual, das sie natürlich kennen. Gewiss hast du bemerkt, dass auch ich um jeden Preis nach Avalon will. Aber keiner von uns kann alleine gehen. Du brauchst mein Ritual und ich deinen Hammer. Nein, nein, nur wenn sie zur Seite gehen, kriegen sie ihn. Halt! Du... Du hast mein Haus zerstört. Du hast Alistair getötet. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ist das nicht alles, was zählt? Wir treffen uns da. Nordmeer, die Midgar-Schlange ist eindeutig eine Metapher für irgendeine mysteriöse Vorrichtung. Und selbst mein Vater hat auf seiner zweifelnden Suche nach meiner Mutter Skrupel, Helheim zu öffnen, aber ich werde das Risiko eingehen, um dieses Rätsel ein für alle Mal zu lösen. Nehmen wir mal ein anderes Outfit. Sturmgewehr. Mal so ganz doof. Wasser im Winter ist ja kalt. Vor allen Dingen, wenn du so eine Eisschicht hast. Kann man einfach mit dem Neoprenanzug ins eiskalte Wasser hüpfen, weißt du, wo so richtig fette Eisschicht ist? Friert man da nicht eigentlich zu Tode? Oder merkt man das dann nicht? Ich meine, ich weiß, wie sich eiskaltes Wasser auf der Haut anfühlt. Ich bin schon mal im See eingebrochen. Und das ist nicht angenehm. Aber mir kann jetzt sein, dass das mit dem Neoprenanzug einfach so, weiß ich, mir nix funktioniert. Die Anzüge schützen zwar etwas, aber nicht komplett. Also müsste doch Lara doch eigentlich bei so einer Eisschicht, und das Wasser wird ja wahrscheinlich scheiße kalt sein, eigentlich frieren. Vielleicht sehe ich das jetzt falsch. Okay, ich muss hier, glaube ich, rein. Ich muss die Schwerter irgendwie nach oben kriegen. Thank you.
Okay, anscheinend nicht. Darf ich die Dinger nicht drehen? Oh mein Gott. Natürlich. Da war mit dem Wasser abfallen geht nur selten wirklich gut. Ja gut, das glaube ich eher. Hände und Gesicht sind auch nicht bedeckt im Eiswasser, also klar sollte sie frieren. Okay, also ist das doch nicht so abwegig. Mal die beiden noch. Nummer zwei. Ich finde es vor allen Dingen auch sehr wahrscheinlich, weißt du, mit Mjölnir, der halt Blitze schleudert, im Wasser damit rumzuhantieren. Macht auch sehr viel Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Die müsste ja eigentlich auch einen Stromschlag kriegen. So, wir haben alle Dinger jetzt nach oben. Ich bin voll die Haimörderin. Oha, guck mich doch nicht so knuffig an. Nein. Kann doch gerade nicht. Ach komm. Ja, komm mal. Hinlegen. Hinlegen? Hier oben sind nur Dinger. Ah, oh, nee, warte mal. Wenn du mir jetzt sagst, dass du nicht liegen kannst, Katze. Los.
super. Jetzt müsste ich nur wissen, wo ich die beiden anbringen muss. Also wenn ich das richtig sehe, haben wir Tomb Raider spätestens nächste Woche. Spätestens am Mittwoch durch. Weil wir echt gut vorankommen. Und die zweite Katze. Charlie, was los? Charlie nicht sich jetzt da, wo eigentlich Loki saß? Und mir fehlt noch einer. Ich habe nur drei aufgehoben, keine vier. Drei aufgehoben. Wo ist denn der vierte? Müsste ja dann hier sein. Hopp, hopp, hopp. Ah, also da kann er nicht zerstören. Meine Katze sitzt jetzt auf meinen Schoß und guckt mir dabei zu, wie ich Tomb Raider spiele. Ich würde gerne euch das zeigen und dann springt sie nämlich von meinen Schoß runter. Mit los, Loki Poki. So. Oh. Wenn ich jetzt hier hochkletter und hier ist dieses verkackte Teil nicht, dann rush dich aber raus! Ich frag jetzt. Oh, da! Da ist es. Ne? Nein, 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 nein. Auf meinen Schreibtisch kommst du heute nicht. Auf den kommst du heute nicht. Auf den kommst du heute nicht, aber du kannst dich hinlegen, wenn du willst. Schau, ich hab gedacht, der hält sich da fest. Adi. So, normal. Das ist ein Witz, oder? So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist das Wasser? Da unter mir. So, jetzt haben wir es aber. Da vorne machen wir jetzt das Tor auf. Dich weg, ey. So, jetzt aber. Open.
Gehen wir mal gucken. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da lang. Ja, so wie es aussieht, müssen wir da lang. Ich folge einfach mal den Treppen nach oben. Wird ja wohl nicht falsch sein, oder? Hat sie jetzt für uns die Tür geöffnet oder wie muss ich das verstehen? Cool, wir kriegen Besuch, oder? Ach, hi. Wir laufen da eben nochmal rüber. Oh shit. Schlapper. Okay, nochmal. Hier machen wir eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüsselü.